Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. 7 Days to Die. Ja. Neue Alpha, Alpha 19.2 sind wir. Die kam erst vor kurzem raus. Zumindest bei mir war es vor kurzem. Ich würde erst mal ganz kurz noch, um mich zu wiederholen, das da hinpacken, um schnell umschalten zu können. Und bam, diesem Köter, der mir in der letzten Episode, der letzten Aufnahmesession meinte, mich töten zu müssen, ordentlich die Leviten zu lesen. Ist immer so ein bisschen schlimm. Ich wollte eigentlich auch noch mich mit der Mausgeschwindigkeit beschäftigen. Weil die irgendwie teilweise zu schnell ist, dann wieder zu langsam ist und ich habe Serverprobleme. Oder FPS-Probleme, genauer gesagt. Immer mal wieder ein paar Drops. Kleine Stotterer. Ich hoffe, es liegt nicht an der Alpha 19.2. An der neuen Stable-Version. Gut. Gucken wir mal, ob der Hund oder der Wolf dann auch auf mich lauert. Und wenn ja, ob ich ihm dann den Rest geben kann. Regenerieren die HP auch? In der Zeit, wo ich eben zu Hause war, die Sachen geholt habe, mich vorbereitet habe auf die Rache. Ich dachte, ich hätte hier ein Vogelnest gesehen. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich hatte eine Kiste im Zentrum gestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Und hatte sonst ein bisschen was am Inventar dabei. Wir waren auf dem Hotel, weil ich wollte das Hotel noch looten. Das weiß ich noch. Ich warte jetzt mal ein bisschen langsamer hier, ein bisschen regenerieren, was die Stamina angeht. Das könnte ein cooles Gebäude sein. Sieht wie eine Sägerei aus. Gefällt mir. Also was die Prefabs angeht, haben sie ordentlich zugelegt im Vergleich zu früher. Was, seien wir ehrlich, damals nicht wirklich schwer war. Weil eben noch alles sehr klobig war. Oh, hier ist auf jeden Fall eine Kiste, die ich looten kann. Eine gute Kiste, die ich looten konnte. Nice. Damals war alles sehr klobig und inzwischen ist ja alles sehr viel smoother geworden, muss man so sagen. Aber jetzt müssen wir ganz kurz mal aufpassen, ich muss mal hören. Ich höre allerdings aktuell nichts, was irgendwie hundartig klingt. Sodass ich mir hier erstmal meinen Rucksack anziehen kann. Schön. So, W ist anziehen, oder? Jawohl. Anziehen, anziehen. Das ist mir zum Beispiel, jetzt ist mir meine Geschwindigkeit zu niedrig. Meine Maussensibilität. Ist immer ein bisschen schwierig, das abzuschätzen. Gerade in Verbindung mit, hier. Im Inventar und dann eben wieder normal. Aber gut. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, hier hatte ich eine Kiste. Genau. Da schön hingemacht. Räume ich erstmal ein bisschen Zeug aus. Wir müssen natürlich looten gehen. Problem wird sein, wie ich das in der Nacht mache. Steinspeer nehme ich mal mit, weil allzu viel Platz habe ich da leider nicht mehr. Ich glaube, dich sollte ich auch nochmal anziehen. Nee, dich ziehe ich nicht an. Du bist schlechter. Kohle brauche ich nicht. Pfeile haben wir genug. Ja, haben wir genug. Ich muss gerade ganz kurz schauen, wo sind sie denn? Das brauchen wir alles erstmal nicht. Das nehme ich mal mit. Die bleiben hier. Gut, 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 gut. Das sieht doch schon wieder besser aus. Die Kiste ist schon fast wieder voll. Und wir looten jetzt weiter. Ich mache jetzt mal weiter im... Hier. Im Hotel. In, wie auch immer. Da ist ein Hühnchen. War ein Hühnchen, um genau zu sein. Nehmen wir mit. Gibt Fleisch. Kann ich mir in der Nacht wieder ein bisschen was Frisches zu essen machen. Das ist dementsprechend immer gut. Ich glaube, ich muss mich hier auch wieder hocharbeiten, gell? Ja. In meinem Zustand bin ich ja dann runtergesprungen. Beim letzten Mal. Und habe hier dieses Ding hinterlassen. Ich nenne es mal Ding. Naja.
Bisschen Schwund ist immer, sogar 100% Schwund. Wir kriegen kein Holz mehr zurück. Okay. Wie dem auch sei. Hier waren wir drin, deswegen ist die Tür offen. Hier waren wir drin. Tatsächlich waren wir hier auch schon drin. Hier noch nicht. Dann gehen wir hier rein. Ich muss wieder reinkommen, ein paar Tage nicht gespielt. Das ist mit der Maussensibilität nicht so einfach, muss ich feststellen. Ich kann sie zwar an der Maus auch ein bisschen umstellen, wie man ja an fast jeder Maus kann, Geschwindigkeit und so. Wieder nichts. Tragisch. Haben wir hier was Gutes? Naja. Schon enttäuschend. Hier habe ich, glaube ich, alles noch geloot beim letzten Mal. Und hier können wir noch rein. Ist es da nicht sogar fast schneller, wenn ich mich einfach durch die Wand hämmere? Weil das Hotel sieht nicht so aus, als wäre das jetzt wirklich hochwertiges Material zwischen den einzelnen Räumen. Sodass ich da ja eigentlich easy durchkommen könnte. Ich meine, wir hatten 300, wir haben 500, wir haben ja 800 etwa, die wir weghauen müssen. Sofern ich mich nicht verkalkuliert habe gerade. Gut, hier wäre ich jetzt natürlich nicht durchgekommen. Weil es die Wäscherei ist. Ist das auch ein normaler Stein? Ne, es ist Holz. Da wäre ich insgesamt, komme ich schneller durch die Wände durch. Das müssen wir auf jeden Fall uns jetzt merken, wenn wir hier nämlich dann obere Etage looten. Euch habe ich alle gelootet. Jawohl. War ich ordentlich. Mal was Neues hier. Mache ich natürlich gerne Sachen übersehen. Sachen gar nicht erst looten und so. Aber ich muss wieder mal so reinkommen wie früher. Früher war das auch so in den ersten Alphas. Ich glaube bis Alpha 10, 11, ich bin mir nicht sicher. Man kann ja gucken in den Playlisten, wie lange es denn relativ häufig oder regelmäßig kam. Um dann eben zu sehen, okay, so lange hatte ich auch wirklich immer drauf gewartet. Bei Dead by Day, ach, Dead by Day, jetzt sage ich schon, 7 Days to Die. Weil ich da auch immer mit Leuten, gerade in den früheren Alphas, habe mir dann kleine Gruppe, haben wir gesagt, hier, wie sieht's aus? Neuer Patch ist raus. Also auf geht's. Treffen wir uns, zocken gemeinsam. Und dann ging es auch sofort los und dann haben wir stundenlang am Stück gespielt. Wir haben uns quasi in dem Spiel verloren. Weil das wirklich einfach so gut war. Es ist immer noch gut, soweit ich es bisher mitgekriegt habe. Was natürlich nicht viel ist. Noch ein Kochtopf. Eines der... Oh, wir haben eine Schatzkarte. Cool. Meine erste Schatzkarte seit langem. Ja, ja, ja. Akzeptieren wir. Komme ich jetzt hier schneller? Nee, da ist Stein. Das wäre Holz, okay. Das ist doof. Machen wir es hier durch, vor allem, weil die Tür schon angeschlagen ist. Dann kommen wir hier im Endeffekt schneller durch, als wenn wir uns da durch Stein und Holz hauen. Okay, du musst repariert werden. Ich habe die Shortcuts auch nicht mehr drauf. So wie früher. Früher wäre immer klar, okay, das muss gemacht werden. Zack, 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 Tastatur gedrückt. Und da lief das direkt, aber jetzt, man wird alt, unerfahren. Ich wollte nur meinen Standpunkt klar machen. Deswegen habe ich weiterhin auf diese entriegelte Tür eingeprügelt. Man muss auch mal sagen, hier so und nicht weiter. Brass-Gedöns. Hier ist komplett offen. Ich glaube, ich habe mir gleich zu Beginn dieser Stadt den in Anführungszeichen langweiligsten Ort zum Looten ausgesucht. Weil es hier quasi nichts gibt. Kein guter Loot, kein gar nichts. Bisschen traurig, wenn man ehrlich sein will. Na gut, es gibt ja noch ein Stockwerk, zumindest teilweise. Ich weiß nicht, ob über mir auch noch ein Stockwerk ist. Ich glaube ja. Ich meine, die beiden Häuser wären auf einer Ebene gewesen. Immerhin, ein bisschen Munition. Ich habe zwar keine Waffe dafür, aber wenn ich eine AK oder ein Scharfschützengewehr hätte,
Geht nur noch aufs Dach drauf, okay. Und da habe ich nichts gesehen, als wir die Nacht auf dem anderen Dach verbracht haben. Ich will natürlich trotzdem nur mal gucken. Ja, man will ja nichts übersehen. Das Rezept habe ich auch schon mehrfach gelesen. Wir benutzen es trotzdem. Es gibt uns XP. Erfahrung ist gut. Und da müssen wir halt mal schauen, was so in Zukunft gemacht wird. Klar, die nächste Horde steht in einigen Tagen wieder an. Wir hatten ja erst eine. Aber ich muss wirklich gucken. Ich muss auch mal schauen, wie gut das insgesamt natürlich bei euch ankommt. 7 Days. Habt ihr Bock drauf? Es sind immer nur so ein paar Leutchen, die sich das anschauen. Das ist dann immer schwierig. Hinten ist noch ein bisschen mehr Loot. Hoffentlich auch guter Loot. Die ist entriegelt, okay. Bisschen Bleiche. Noch ein bisschen Gammelwasser. Die ist verschlossen. Die ist auch verschlossen. Dann halten wir weiterhin M1 gedrückt und hoffen aufs Beste. Es ist... Oh, wow, mal was Neues. Ein Cappy. Na komm. Den kann man doch eh schon. Gab es ja Zeiten, wo man das nicht konnte. Oder ist es eigentlich sonst wirklich dafür da, dass man eben es darüber quasi lernt? Dass man sagt so, oh, guck mal, jetzt kannst du es auch auf jeden Fall. Ich musste gerade ganz kurz parallel auf dem Handy was schauen. Ich weiß, unprofessionell, aber Schuhe. These boots are made for walking. Ich bin mir ja nicht sicher. Zack. Eine Wrench. Habe ich noch eine gammelige dabei? Ich glaube, wir gucken erstmal ganz kurz das Inventar durch, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Hitzewiderstand und Ding. Nope. Du bist Müll. Du gibst mir aber Rüstungswert, also Müll. Dann ziehen wir die an, weil die ist schlechter. Die heben wir auf, weil es Hitzewiderstand ist. Brille brauchen wir eh nicht. Brass und so werde ich mal wegmüllen. Einfach nur, weil... Platz ist immer so eine Geschichte, gell? Oh, da ist noch eine Etage. Ich war höher. Okay. Genau, ich hatte rüber geguckt vom Dach. Aber hier könnte was sein. Oder hier. Nein, ist nix. Und wir machen weiterhin Türen auf. Eine ganze Episode, wo ich nichts mache, außer Türen ausschlagen und laufen. Spannung pur. Vielleicht ist hier was in der Wäsche drin. So. Reparieren. Ah. Ich glaube, ich müsste da den Shortcut ändern, dass Scrappen nicht auf S ist. Weil mir das ehrlich gesagt zu nah am A ist für Reparieren oder W zum Tragen. Gerade... Oh. Ich glaube aber, ich kann mit den Dietrich nicht umgehen, gell? Weil ich da nichts investiert habe an Punkten. Da sollte ich vielleicht mal schauen. Weil wir haben ein paar Dietriche unten in der Kiste drin, das weiß ich. Mir fehlen natürlich noch XP. Ein Hühnchen wurde getötet. Wir haben auf jeden Fall Maisbrot gelernt.
Schön. Du wirst gescrapped. Hier ist nichts. Immer ein bisschen essen lernen wir. Ist doch auch mal nicht so schlecht. Shotgun-Muni und Blunderbuss-Munition. Ja. Braucht man die eigentlich auch für die, für das Machen? Nee. Ich dachte, das wäre nämlich eigentlich auch das, was ich bei der Shotgun erwarten würde. Als Schrotmunition quasi. Ist es aber anscheinend nicht. Weil ich glaube, früher hast du da so Bleikugeln draus gemacht. Die mit Papier und Schießpulver verbunden. Wenn ich mich ganz richtig erinnere. Oh, kein Mülleimer. Unordentliches Personal hier. So, und jetzt haben wir immerhin... Die hatte ich, glaube ich, gerade gelootet. Jawohl, hier war der Hund drin, ne? Der uns dann getötet hat. In der letzten Episode. Das kann ich schon. Ich nutze es trotzdem mal. Warum auch nicht? Ja, jetzt komme ich hier hin und dann da runter. In der Theorie. Gut, wir bringen erstmal alles, was wir haben, jetzt in die Kiste. Hier geht's runter. Alles schön einräumen wieder. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Hier. Warehouse Storages klingt für mich einfach nur nach einem großen Raum oder einem großen Gebäude, wo ich viel Sachen kaputt hauen muss. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Nach dieser Runde. Ich werde aber vorher nochmal eine neue Kiste machen. Ging es nicht auch irgendwie so, dass man takes item to fill up existing inventory stacks. Take all. Move items to fill up existing container stacks. Ah, genau. Perfekt. Das ist schön. Den wollte ich nicht scrappen, gell? Nee, eigentlich nicht. Aber gut. So. Können wir hier jetzt auch noch Müll reintun. Ich habe noch Essen, deswegen brauche ich das nicht. Die kann man immer gebrauchen. Wasser brauchen wir nicht. Und dann schauen wir mal. Kaffee klingt langweilig. Pressing Gas. Nehmen wir die Tankstelle da hinten. Zumindest vorerst. Oh, Shotgun Messiah klingt sogar noch besser. Aber die nehmen wir uns dann am nächsten Tag vor. Da bloppen wir ein paar Zombies auf in der Ferne. Dann gucken wir doch mal. Das ist da hinten auch interessant. Zumindest sieht es interessant aus. Dietriche, genau. Ha, da war was. Muss ich dafür erst geskillt sein? Dietrich. Ist wahrscheinlich Intelligenz, oder? Nein. Nein. Das auch nicht. Ist doch hier. Ausdauer. Wo war das denn? Henker, Robotik, besser verhandeln, Abenteurer, Arzt, Ingenieur, Mechaniker. Bogenschießen, tiefe Wunden, laufen, schießen, Parcours aus dem Schatten, Schleicher, nein, Ausdauer, also nach Magen, nein, nein, nein. Wo ist das denn gewesen? Chefkoch. Schlösser knacken. Ja. Du machst ja langsam einen Namen. Du brichst Dietriche 10% weniger wahrscheinlich ab und knackst Schlösser 20% schneller. Das heißt aber, man müsste es auch jetzt können. Oder? Weil es ja nur schneller ist. Ich guck mal ganz schnell nochmal drüben nach. In der, unten im Rezeptionsraum. Weil da war, glaube ich, auch ein Schrank. Den ich noch nicht öffnen konnte. Genau, da in der Ecke.
Ah, okay. Ah, cool. In Ordnung. Wir haben was gelernt. Sensationell. Gut, dauert natürlich lange, aber ich meine, gerade wenn man mit Leuten unterwegs ist, die einem parallel Backup geben. Und dann kann man öffnen. Und man hat den Dietrich sogar noch. Also ich nehme an, das ist eine bestimmte Wahrscheinlichkeit da, dass er eben bleibt. Ansonsten verschwindet er oder geht kaputt, quasi wie in The Walking Zombie 2. Der hat keinen. In Ordnung. Wir machen es einfach so. Wir machen noch hier die Folge fertig. Ist ein bisschen länger. Aber ich werde die Nacht sowieso wieder oben auf einem Dach verbringen. Und von daher ist es ja nicht so schlimm. Ich bewege mal die Maus gar nicht, dass ich was kaputt mache. Weil danach passiert nichts. Dann kann ich diesmal wirklich rausschneiden. Das ist ein bisschen besser. Als beim letzten Mal, wo ich mich dann verquatscht habe mit diesen ganzen Sachen. Ah, okay. Dietrich ist zerbrochen. Alles klar. Nächster Versuch. Alles klar. Gut. Wir holen uns nochmal schnell. Hier unten. Ich glaube auch übrigens, dass die Pflanze mir letztes Mal ein bisschen das Leben gerettet hat. Also für einen kurzen Moment. Wir holen uns hier noch schnell. Ein Kochtopf, neue Dietriche. Eier. Ich mache dann in der Nacht nämlich Essen bereit. Damit ich wirklich was zu tun habe in der Nacht. Und nicht nur sinnlos da rumsitze. Effizienz muss ab und zu auch mal vorhanden sein. Es ist selten der Fall, ich gebe es zu, aber manchmal ist es nicht so schlecht, wenn man da so die Zeit, die man sowieso nur rumsitzt, damit eben verbindet, etwas zu tun. So. Gucken wir mal. Ach so, ist. Oh, nice. Fortschritt bleibt. Das ist richtig cool. Gut, der Loot war jetzt nicht so berauschend, aber die grundlegende Idee gefällt mir. Sollele. Wir haben sogar noch unser Feuer hier oben. Ich glaube, ich lasse das sogar so. Wobei, nee. Wir sind jetzt mal einfach intelligent, okay? Wir sind jetzt mal intelligent. Oh. Lag. Haha. Ich habe es geschafft, intelligent zu wirken. Gut, ich werde die Nacht über kochen. Ich bedanke mich mir fürs Einschalten. Hoffe, ich sehe dabei, wenn es weitergeht bei 7 Days to Die. Bis dann noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.